DLV schielte gen Osten und entwarf ein Konzept, um, Zitat Anfang, durch besondere Maßnahmen unsere Leichtathletinnen in allen Disziplinen wieder an das Weltklasse-Niveau heranzuführen. Zitat Ende. Ja, unten. Für manche Disziplin ist es schon sehr lange her, dass sie Weltklasse war. Egal, man analysierte, verglich Zeiten, Weiten, Höhen, Punkte und stellte fest, es muss mehr und härter trainiert werden. Hopp. Nein. 93. Die Fünfkämpferinnen. Eigentlich darf man das gar nicht mehr sagen. Es sind nämlich 2 Übungen hinzugekommen, 7-Kampf also. Eva Wilms mit 28 Seniorin der Nationalmannschaft leitet das Kugelstoßtraining. Jawohl, auch gut. Stößt sich heute auch mal nicht weg von der Kugel. Merkst ihn rein. Wenn sie die linke Seite hält. Anke, ganz passiv anfangen mit dem Zwischenschritt, ja? Gilt auch für dich, beidbeiniger Stütz, Gewicht ist auf beiden Beinen. Gut, Ute. Jawohl. Und aber direkter Kuss. Ja, aber lass mal, ist schon gut so, weil das ist nicht leicht, einen beidbeinigen Stütz zu machen. Vor allen Dingen, wenn die gewohnt sind, vorne immer das linke Bein wegzuziehen. Ute, raus aus dem Bild. Ja, ist gar nicht so schlecht, aber pass auf. Die Aufgabe lautete, hinten passiv wegzugehen und nur minimal anzugleiten. Du gleitest jetzt schon wieder einen halben Meter an und kannst dadurch, hast du in der Mitte keine Zeit mehr, die Bewegung in irgendeiner Weise zu kontrollieren. Gleite nur kurzfristig an, 20, 30 Zentimeter. Ist nur ein Auftakt. Sind ja noch gar nicht beim vollen Angleiten. Eva Wilms ist die stärkste westliche Kugelstoßerin. Frage an Sie, ob sie sich durch die Arbeit mit den Mehrkämpferinnen in ihrem eigenen Programm gestört fühle. Stört mich das eigene Programm, denn heute ist sowieso nur ein Tag, wo ich Gymnastik mache und laufe. Und dann kann man so etwas mal durchaus leicht mit einplanen. Stört mich. Ist das Ausdruck des guten Mannschaftsgeistes? Och, nö, nicht nur das, aber das wird ja mal mein Beruf. Ich bin ja in Köln an der Trainerakademie. Und dann ist das schon ganz gut, wenn man hier zwischendurch immer mal Gruppen hat, mit denen man selber arbeiten kann und nicht nur selber trainieren muss. Außerdem bin ich das ja sowieso gewöhnt, denn in München über Jahre war das ja so, dass ich praktisch schon so ein bisschen die Co-Trainer-Position neben Christian hatte, weil die Gruppe teilweise einfach zu groß war, ne? Weil er das alleine hätte gar nicht machen können. Oh! Gut, Doris. Guck den Geräten nicht nach. Jetzt werden sie besser, aber... Ja, du guckst nach. Du wirfst ab und dann springst du um und anstatt, dass du dann weiter drehst oder nach unten guckst, guckst du so hinterher und dann fällst du raus. Weißt du, dass der Rhythmus ist jetzt besser, das Timing stimmt und du kriegst jetzt den Diskus zum Schleppen. Nur ist es so, ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel den abfangen will, dass ich dann so krass runtergehe mit dem Körper, dass mir die ganze Wucht verzieht. Du musst das linke Bein schneller setzen und härter setzen. Weil dann kommt automatisch der Block. Zu spät! Und rein! Du musst hier reinträgen! Dann kommt doch wieder tote Fliege! Eva Wilms und Trainer Christian Germann, von dem sie eben sprach, korrigieren die Diskuswerferin Ingra Manecke, die beste hierzulande. Ingra, pass auf! Balancposition, links. Mach! Du kommst so. Ja, genau. Alles vorbei. Probier doch mal auf links zu heben. Das linke Bein aktiv zu setzen und zu heben. Aber dann musst du schneller bringen. Ja, siehst du? Dann geht das. Rück mit dem linken Bein nach. Beinahe über deinen Knie. Bist du wehgetan? Bisschen. Boah! Ja, der war besser, Ingra. Obwohl das linke Bein immer noch zu spät und zu vorsichtig kommt. Das ist gleich wie beim Kugelstoßen auch. Das ist ein luftleerer Raum. Du kannst das linke Bein ja aktiv gar nicht mehr setzen, aber normalerweise würdest du immer auf die Kante oder drüber treten. Im Diskuswurf lassen sich Fortschritte erkennen, heißt es in der Analyse des DLV. Wobei hinzuzufügen ist, dass wir noch sehr weit von der Weltspitze entfernt sind. Im Übrigen, es sollte nicht unbedingt sein, dass man alle Mittel ausschöpft, den Abstand zu verringern. Stichwort Anabolika. Ingra, mach doch mal, da hilft doch mal mit. Also, 15 Meter. Die Weite. Eine neue